Hallo, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute spreche ich mit dem Heilpraktiker Jörg Rinne über die Dunkelfelddiagnostik. Wir alle haben darüber schon mal was gehört, gelesen und machen viel Heilpraktiker, aber wer weiß, was es damit auf sich hat. Bringt's was? Was habe ich davon? Was sieht man da überhaupt? Warum machen das nicht die Superärzte? Diese Fragen werden wir heute in einem kleinen, aber feinen Interview versuchen zu beantworten. Und ihr könnt davon ausgehen, wenn es euch interessiert, werden wir das Thema noch erweitern. Und jetzt kann ich jedem nur wünschen, viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Hallo Jörg, herzlich willkommen bei Wahre Gesundheit. Heute sprechen wir ja über das Thema Dunkelfeldblutdiagnostik. Kaum einer weiß wirklich, worum es dabei geht. Jeder hat es schon irgendwo mal gelesen. Und ich möchte dir einfach schon mal direkt die Frage stellen, warum sollen wir uns überhaupt damit beschäftigen? Ja, weil man in der Dunkelfeldmikroskopie Feinheiten sehen kann. Ja? Und das ist, glaube ich, so das Besondere an dieser Art der Blutdiagnostik. Ja? Das klassische Blutbild vom Arzt, wie wir noch sehen werden, zeigt erst dann Probleme an, wenn sie schon seit langer, langer Zeit bestehen und schon massiv ausgeweitet sind. Und in der Dunkelfeldmikroskopie können wir die Probleme rechtzeitig erkennen und dann natürlich rechtzeitig sinnvolle Maßnahmen in die Wege leiten. Also wie so ein sehr empfindlicher Seismograf, der schon im Vorfeld das angekündigte oder ein kommendes Erdbeben quasi irgendwie entdecken kann. Ja, genau. So wäre das eine gute Darstellung. Mhm. Und in dem Fall haben wir ja auch wirklich ein Bild. Und im Vergleich zu so einem normalen, in Anführungszeichen, Blutuntersuchung haben wir eigentlich nur tabellarische Werte. Ist das so korrekt? Richtig, genau. Da sind wir jetzt schon bei dem Thema Blutdiagnostik. Ja? Gut. Das heißt, das Blutbild vom Arzt, das ist kein Blutbild. Ja, das ist kein Bild von Blut. Ja? Das heißt, schwenken wir doch einfach mal hier rüber auf den Monitor und da können wir jetzt also sehen, das, was wir hier sehen, das ist ein Bild von Blut. Das heißt, wir sehen also hier unsere roten Blutkörperchen. Ja, und wenn ich jetzt hier mal ein bisschen auf die Suche gehe, vor ein paar Minuten war hier noch irgendwo ein weißes Blutkörperchen, da ist es hingewandert. Ja? Das heißt also, wir sehen hier einen neutrophilen Granulozyten, rund 70% aller weißen Blutkörperchen sind von diesem Typ. Und diesem weißen Blutkörperchen können wir jetzt hier unter dem Mikroskop beim Arbeiten zusehen. Das heißt also, es stülpt jetzt nach vorne seinen Zellleib aus, zieht von hinten die Granulakörnchen nach und robbt so über den Objektträger drüber, angelockt durch Chemotaxis, das heißt also, sobald irgendwo Zellen zugrunde gehen, Bakterien, Giftstoffe freigesetzt werden etc., dann wittern die das wie die Spürhunde, wandern dorthin, umschlingen das Objekt, nehmen das auf, lysieren das, vernichten das. Ja? Und jetzt bekommt halt eben Immunsystem auch mal ein Gesicht. Ja? Vorher ist Immunsystem eigentlich immer nur sowas Hypothetisches. Ne? Das heißt also, der klassische Patient kennt solch ein Blutbild. Und dieses Blutbild, das ist kein Bild von Blut, ja, sondern das ist eine tabellarische Aufstellung der Blutinhaltsstoffe. Ja? Und hier wird also lediglich mengenmäßig festgehalten, was kommt im Blut vor. Und dann werde ich mit Bevölkerungsdurchschnittszahlen verglichen. Und erst wenn es mir schlechter geht als dem Bevölkerungsdurchschnitt, erst dann taucht da was auf. Ja? Jetzt hat jeder Mensch auch so ein bisschen körpereigene Normwerte. Ja? Und naja, jetzt kann man also diese Normwerte daher nicht so eng zusammenfassen, sondern man muss natürlich schon schauen, dass man diese Bevölkerungsdurchschnittszahlen so ausweitet, dass jeder noch halbwegs Gesunde irgendwie da reinpasst. Ja? Das bedeutet natürlich, bis ich mich dann davon mal abgehoben habe, ja, muss ein krankhafter Zustand extrem weit fortgeschritten sein. Ja? Machen wir da mal ein Beispiel. Die Anzahl der weißen Blutkörperchen, also das, was wir jetzt hier sehen, ja, diese weißen Blutkörperchen, alles zwischen 4.000 und 10.000 Stück pro Kubikmillimeter Blut, soll normal sein. Ja? Ich möchte es mal erleben, dass es jemand schafft, bei einer Entzündung
über die 10.000 drüber zu kommen. Ja? Das heißt also, mal angenommen, die Person ist gesund, ja, dann haben wir da vielleicht 4.000, 5.000, 6.000 weiße Blutkörperchen pro Kubikmillimeter Blut. Ja? Und jetzt habe ich irgendwie ein Problem, jetzt habe ich einen akuten Infekt, ja, jetzt habe ich Husten oder Corona. Ja? Und dann habe ich ruckzuck 1.000, 2.000, 3.000 Abwehrsoldaten mehr an der Front, ja, pro Kubikmillimeter Blut. Ja? Aber das heißt ja dann, dass mein Wert von 5.000 auf 6.000, 7.000, 8.000 gestiegen ist, aber damit immer noch unterhalb der 10.000 liegt. Ja? Das heißt also, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie war die Ausgangslage, wie war sein körpereigener Normwert, ja, würde ich einen Anstieg der weißen Blutkörperchen nicht erkennen, wenn ich mich nur nach den Bevölkerungsdurchschnittszahlen richte. Ja? So, anderes Beispiel, die Leberwerte. GPT, Gamma-GT, GOT. Ja? Das sind Eiweiße auf der Oberfläche der Gallengangs bzw. Leberzellen. Wenn diese Zellen absterben, dann landen diese Eiweiße im Blut und werden als Leberwerte interpretiert. Das heißt also mit anderen Worten, erst wenn vermehrt Lebergewebe abstirbt, erst dann kann ich überhaupt was im klassischen tabellarischen Blutbild erkennen. Das heißt, die Funktionsstörung der Leber, ja, die ja Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Lustlosigkeit macht, die die Grundsteinlegung ist für die Bildung von Gallensteinen, Verdauungsstörungen machen kann und so weiter, ja, kann ich anhand der Leberwerte überhaupt nicht sehen. Und eine Funktionsstörung der Leber ist dann mit der Dunkelfeldmikroskopie oder mit der Dunkelfelddiagnostik leichter und früher zu erkennen? Und wenn ja, wie? Richtig, genau. Ne? Da kann ich gerade mal hier unter dem Mikroskop was raussuchen. Schauen wir mal. Da gehen wir einfach mal so ein bisschen auf die Suche. Da werden wir hoffentlich irgendwo eine Stelle finden. So, das sieht natürlich jetzt alles relativ gut aus hier. Moment. Da gehe ich jetzt gerade erstmal wieder in die Übersicht. Und dann werden wir da hoffentlich eine Stelle finden, wo man sehen kann, wie hier, dass hier rote Blutkörperchen sich unter dem Mikroskop vorzeitig auflösen. Das heißt, schauen wir hier. Hier können wir jetzt also gerade noch so Schatten von roten Blutkörperchen erkennen. Nebendran stabile rote Blutkörperchen. Aber hier lösen sich rote Blutkörperchen vorzeitig auf unter dem Mikroskop. Und das sollte normalerweise nicht sein. Manchmal sind die dann auch wabenförmig in sich zusammengefallen, ja, kleben fest am Deckglas oder am Objektträger. Und daran sehen wir eine Membranminderwertigkeit dieser roten Blutkörperchen. Und diese Membranminderwertigkeit, ja, kommt halt eben daher, dass die Leber zu wenig Baumaterial ans Knochenmark überführt und dadurch die Membrane nicht stabil gebildet werden. Das ist der eine Mechanismus. Der andere wäre, dass die Leber toxische Dinge aus dem Blutplasma nicht richtig abbaut und diese Toxine, um es mal so auszudrücken, die greifen ja jetzt die Membranen der roten Blutkörperchen vermehrt an und machen sie dadurch ebenfalls instabil. Ja? Mhm. Und so können wir auf die Funktion von der Leber Rückschlüsse ziehen. Also wir können quasi mit einem Ist-Zustand können wir eine Aussage treffen. Allerdings höre ich auch so ein bisschen heraus, dass dann eine Verlaufskontrolle wie bei vielen Dingen natürlich sehr viel Sinn macht, um dann zu sehen, schlägt die Therapie an oder war das vielleicht einfach nur ein schlechtes Wochenende oder vielleicht war eine andere Krankheit vorher. Da muss man dann auch in mehreren Sitzungen sozusagen dann schauen, wie ist der Trend, oder? Ja klar, wir sehen natürlich nur eine Funktionsstörung von dem Organ und können das auch so ein bisschen bewerten, wie massiv ist diese Funktionsstörung. Aber wir sehen natürlich nicht, was ist die Ursache dieser Funktionsstörung.
Und das sieht man ja auch beim klassischen Blutbild des Arztes nicht. Da sehe ich auch nur, da sterben Leberzellen ab. Ja, aber warum die absterben, kann ich da ja auch nicht sehen. Ne? Das heißt also, jetzt muss ich mir halt Gedanken darüber machen, was ist die Ursache von dem Problem? Da muss ich probieren, die Ursache abzustellen. Und dann kann ich halt eben mit Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn und so weiter hergehen und kann zusehen, dass ich die Situation in irgendeiner Form von diesem Organ verbessere. Und daraufhin werden dann auch wieder stabilere rote Blutkörperchen erzeugt, sodass ich meinen Erfolg dann quasi auch unter dem Mikroskop wieder sehen kann. Und vor allen Dingen der Therapeut, jetzt du in dem Fall, der kann ja dann auch mit eigenen Mitteln, mit eigenem Werkzeug vor Ort diese Kontrolle durchführen und den Patienten sozusagen eng begleiten beim, ich betone, Heilungsprozess. Ist das so korrekt? Ja, ne? Und schauen wir uns mal den Materialaufwand an. Klar, die Anschaffung von dem Mikroskop, das ist natürlich erstmal eine gewisse Summe, das ist ganz klar, aber die Gebrauchsfaktoren, die ich hier habe, ja, die sind natürlich minimal. Das heißt, was kostet ein Objektträger, was kostet ein Deckglas, was kostet eine Lanzette, ja, das sind Pfennigbeträge in letzter Konsequenz. Ja. Wohingegen, wenn ich natürlich jetzt hier permanent ein klassisches Blutbild machen will und will jetzt hier permanent immer wieder die Leberwerte neu kontrollieren oder diesen Zell, jenen Wert neu kontrollieren, dann kostet das jedes Mal eine ganze Menge Laborkosten. Ja. Plus dass natürlich das Ergebnis dann auch Tage auf sich warten lässt. Und unter dem Mikroskop sehen wir natürlich sofort, wie die Situation aussieht. Ja, das ist natürlich auch nochmal so ein großer Vorteil. Ne? Nun gut, aber außer der Lebersituation, ja, was wäre noch so ein netter Vergleich? Der Kreatininwert beim Arzt. Der Kreatininwert geht über die 1,4 drüber, wenn 50% der Nierentätigkeit nicht mehr da sind. 50%, ja. Der TSH-Wert, das thyroidea-stimulierende Hormon, geht dann über die 4,5 drüber, wenn 70% der Schilddrüse kaputt sind, ja. Und also wir sehen, wie spät dieses tabellarische Blutbild des Arztes überhaupt erst reagiert. Kein Wunder, dass ich dann beim Arzt immer erzählt bekomme, jugendliche Blutwerte, Ihnen geht's doch wunderbar, ja, ihre Blutwerte ganz toll und nächste Woche geht er dann zur Darmspiegelung und dann stellt sich raus, ach, da ist ein Tumor im Darm, aber eine Woche vorher hat er jugendliche Blutwerte gehabt, ja. Wie passt sowas zusammen, ne? So. Und im Dunkelfeld, da können wir halt Feinheiten sehen. Da sehen wir auch sofort, wenn irgendwelche Entzündungsprozesse im Organismus sind, wenn hier vermehrt ein Abwehrkrieg tobt in dem Organismus, ja, und bei allen Krebspatienten ist die Blutsenkung erhöht, weil es bei allen Krebspatienten einen Abwehrkrieg gegen den Tumor gibt. Und diesen Abwehrkrieg, den sehen wir natürlich auch im Dunkelfeldmikroskop. Natürlich kann ich da nicht unterscheiden, ist das jetzt eine Darmentzündung oder ist das ein Tumor, ja? Das ist natürlich sowas, ich sehe nur den Abwehrkrieg, ja? Also so gesehen kann ich jetzt aus dem Dunkelfeld heraus auch nicht sagen, ja, ist da jetzt ein Tumorprozess in dem Organismus, ja? Aber ich sehe doch die Gesamtsituation und daraus kann ich natürlich auch so ein Stück weit sehen, wo muss ich mit meiner Therapie ansetzen, um hier eine Verbesserung herbeizuführen. Mhm. Was vielleicht auch sehr interessant zu wissen ist, ist ja auch der Punkt, dass der Körper erstmal alles tut, um das Blut sozusagen in normalen Bahnen zu halten, weil es halt extrem wichtig ist und dass dann diese tabellarischen Werte ja auch dieses jugendliche Blutbild aufzeigen, obwohl es gar nicht im Großen und Ganzen so rund läuft. Ne? Das ist ja auch so ein... Ja, ne? Ist diese breit gefächerten Normwerte, die wir da halt eben haben, ja, die ja auch nochmal alle paar Jahre dem Bevölkerungsdurchschnitt neu angepasst werden. Das heißt also, je kränker der Bevölkerungsdurchschnitt wird, und die chronischen Krankheiten nehmen ja nun mal zu, ja, desto kränker sind dann noch irgendwann die Normwerte, mit denen ich verglichen werde. Ja. Ja. Was ist denn für dich so das Highlight der Dunkelfeldmikroskopie, wo du sagst, das ist so wirklich das absolute Alleinstellungsmerkmal, auch für den Patienten natürlich. Es geht ja um den Patientennutzen. Auf der einen Seite braucht er einen sehr erfahrenen Therapeuten, der das Ganze auch deuten kann. Wo siehst du da den ultimativen Vorteil für den Patienten? So, man kann den Patienten halt in die Diagnostik mit einbinden. Das heißt also, der Patient merkt sich seine 3, 4, 5 Artefakte, die hier unter dem Mikroskop nicht ideal waren.
Ja? Und wir vergleichen ja das Blut in der Dunkelfeldmikroskopie immer mit dem Idealzustand der klassischen Hämatologie. Das heißt also, es gibt für jedes Objekt unter Mikroskop eine Idealbeschreibung. Und mit dieser Idealbeschreibung vergleiche ich jetzt das Blut. Ja? Und ich erkläre ihm dann halt eben jede noch so kleine Abweichung vom Ideal. Ja? Und was da halt eben nicht so ganz stimmt, das merkt sich der Patient. Ja? Und wenn er natürlich dann halt eben nach ein paar Monaten Therapie ja, sein Blut dann wieder unter dem Mikroskop sieht, dann fällt ihm selber schon auf, ach, die zentralen Dellen sind jetzt weniger, weil die roten Blutkörperchen auf einmal besser gefüllt sind mit Hämoglobin. Die weißen Striche sind im Hintergrund weg, weil der oxidative Stress auf einmal niedriger ist und deswegen die Gerinnung nicht mehr vorzeitig einsetzt. Oder die vielen, vielen weißen Blutkörperchen sind weg. Ach, guck an, die Entzündung ist auf einmal verschwunden. Ja, also das sind Dinge, da kann man den Patienten halt aktiv mit einbinden. Und das nächste ist, dass die weißen Blutkörperchen, das Immunsystem, also wer einmal seine eigenen Granulozyten in Aktion gesehen hat, wie die sich richtig lang und dünn machen können, ja, sich zwischen den Zellen durchwühlen können, ja, um dann irgendetwas wegzufagozytieren, irgendwas zu vernichten, der hat hinterher ein ganz, ganz anderes Gefühl für das Thema Immunsystem, was ja vorher, wie gesagt, nur eine Zahl auf dem Blatt Papier ist. Und wenn ich halt eben mal diese Amöben sehe, die in mir aufräumen und für die es halt eben im Organismus keine Grenze gibt, ja, dann ist das ein faszinierendes Schauspiel. Somit hat dann auch der Therapeut ein faszinierendes Mittel, um eben gemeinsam mit dem Patienten an der Gesundung zu arbeiten. Und ich denke, das ist schon ein sehr beeindruckender Einblick in die Arbeit eines Therapeuten. Und ich muss sagen, ich finde das hochinteressant und möchte mich auch schon bei dir bedanken, dass du uns da diese kurze Einführung gegeben hast. Wir werden natürlich weitermachen. Ja, das ist jetzt ja sozusagen eine kleine Einführung nur gewesen. Und ich kann mir vorstellen, wie lange machst du schon die Dunkelfeld-Diagnostik? Ja, 1985 habe ich das Ganze kennengelernt, 86 habe ich angefangen, das zu lernen und seit 1990 betreue ich also meine Patienten. Ja. Also kann ich mir vorstellen, dass das sich natürlich wahrscheinlich immer noch wieder verfeinert und aus der Erfahrung heraus die Patienten dann auch, wie gesagt, von deiner Erfahrung profitieren. Noch irgendwelche abschließenden Worte, die du sagen möchtest? Ja, wenn man einmal im Jahr sein Blut unter dem Mikroskop betrachten würde, ja, und würde dann das Blut immer mit der Qualität des Vorjahres vergleichen, könnte man rechtzeitig erkennen, wenn sich im Organismus irgendetwas verschlechtert. Und das wäre eigentlich eine hervorragende Prävention. Vielen Dank für die tollen abschließenden Worte. Und ja, ich wünsche jedem Teilnehmer dann viel Spaß beim Vermehren der Erkenntnisse. Mach's gut, Jörg. Ja. Wünsche dir was. Tschüss.